diesen Wein habe ich ein sehr modernes Gericht kreiert. Einen Kopfsalat, ganz speziell gemacht. Ich mache ein Hühnerkonsommé aus einem Hühnchen, das heißt Ficum. Das ist ein Hühnchen, das wird nur mit getrockneten Feigen ernährt. Dieser Kopfsalat wird dann in einem Dampfdrucktopf gekocht bei 40 Grad. Nach dem Kochen wird er dann mit ganz, ganz vielen witzigen Geschmäckern ausgarniert. Das hier ist ein Gel von Carpioni. Carpioni ist eine Marinatur mit roten Beeren und Essig. Dann haben wir ein Gel von geräuchertem Hühnchenfond. Dann haben wir hier marinierte Radieschen, marinierte Tropea-Zwiebel, den Geflügelfond von Ficum-Hühnchen. Der Geflügelfond wird dann noch angereichert mit Fenchel-Liquiriz-Samen, sodass der Geschmack einfach perfekt und erfrischend ist. Und dann machen wir hier unsere Kräuter. Das sind alles Wildkräuter. Der letzte Touch ist Peperoncino. Ein bisschen Omina Romana Olivenöl. Buon Appetito! Ein Gericht, das passt ganz, ganz toll an den Vignier, Omina Romana Wein. Ganz ein frischer, aromatischer Wein, der mir persönlich sehr gut gefällt. Und durch das, dass das ja ein 2014er ist, hat er auch noch eine schöne Struktur und das passt dann ganz, ganz gut zu diesem Gericht.